Der Rächer. Da ist was, flüsterte Danny. Er war 8 Jahre alt. Sein Bruder Melvin war 9 Monate älter. Durch den halb heruntergelassenen Rollladen sickerte das fahle Licht der Straßenlampen. Die Nacht war mittlerweile weit vorangeschritten. Beide konnten nicht schlafen. Ein dumpfes Klopfen drang aus dem Kleiderschrank. Es wurde immer lauter. »Ich schaue nach«, sagte Melvin und versuchte, das Zittern in seiner Stimme zu unterdrücken. »Ich weiß nicht, ob das so eine gute...« Ein Flüstern, kalt und stumpf, wie trockenes Laub. »Ich sehe jetzt nach«, sagte Melvin und stieg aus dem unteren Teil des Doppelbettes. Danny über ihm sagte verängstigt, »Nein, tu das nicht! Es wird dich holen! Es ist nur nachts da! Es...« Doch sein Bruder ging weiter auf den Schrank zu. Etwas kratzte an der Tür. Dannys Blut gefror zu Eis. Ein Geruch von Blut lag in der Luft, schwer und metallisch. Melvin legte seine Hand auf den Holzgriff der Schranktür. Auch er hatte Angst, aber er wollte wissen, was da war. Er öffnete die Schranktür. Etwas Schwarzes, Schattenhaftes brach hervor. Melvin schrie,
Es war ein Schrei voll Grauen, Angst und Schmerz. Es zerrte ihn in den Schrank. Danny schrie in Panik. Er stolperte die Leiter hinunter. Er musste Melvin helfen. Nein, es war zu spät. Der Schatten war mit Melvin verschwunden. Der Schrei hallte noch immer durch die Dunkelheit und vermischte sich mit Dannys Kreischen. Das Licht ging an und Dannys Vater stand im Türrahmen. Um Gottes Willen! Was ist denn los? Melvin! Es hat ihn geholt! Wie ein Schatten, gleitend und kalt. Danny! Du weißt es doch ganz genau. Du weißt, was vor 2 Jahren geschehen ist. Melvin ist tot. Von den Erinnerungen erschüttert, schloss Dannys Vater die Augen. Wie durch einen Nebel hörte er seinen Sohn. Ich weiß, aber er war doch da. In Ordnung. Wenn es dich beruhigt, schaue ich nach. Während er zum Schrank ging, kletterte Danny 2 Stufen zum oberen Teil des Doppelbettes hoch, streckte den Arm aus und schob die Hand unter das Kopfkissen. Er spürte den kalten Griff des Messers und hätte sich fast an der Klinge verletzt, als er es unter dem Kissen hervorzog. Dannys Vater öffnete den Schrank. Im selben Moment gefror seine Seele zu Eis. Blut. Wie eine riesige, klaffende Wunde. Die Kleider waren blutgetränkt, die Wand war blutgetränkt. Aber das Entsetzlichste war der Kopf. Im Gegensatz zu dem in rasender Wut zerstochenen Rest war das Haupt der Leiche absolut intakt. Nicht ein Kratzer befand sich auf dem weißen Haupt. Clara! Er befand sich an der Schwelle zum Wahnsinn. Es war seine Frau, Dannys Mutter. Er fiel in den zerfetzten Körper seiner Frau, wie eine Marionette, der man die Fäden durchschnitten hatte. Mit starrem Blick wandte Danny sich ab. Melvin! Was hast du nur getan? Ich habe es für dich getan. Sie sind schuld. Sie hätten bremsen müssen. Danny, sein Vater und seine Mutter befanden sich auf dem Heimweg. Sie waren einkaufen gegangen, während Melvin in der Umgebung spielte. Barrymore war ein schönes Dorf, umgeben von Natur- und Moorgebieten. Es war eine Gefahr, mit der die Menschen leben mussten. Es gab Warnschilder und ausgebaute Wege und Stege, die durch das Moorland führten. So waren Touristen und Urlaubsgäste keine Seltenheit. Was leben wir doch in einer schönen Gegend, mein Gott! Du kannst mich ruhig weiter Adam nennen, scherzte Dannys Vater. Seine Frau lachte und eine nicht ganz ernst gemeinte Kabelei entbrannte. Lass das! Clara! Guck auf die Straße, sonst bauen wir noch einen Unfall. Nein! Danny schrie. Melvin. Und er hatte ihm noch in die Augen gesehen, bevor das Auto ihn erwischte. Erschrecken, Verwunderung und Unglauben. Dann war da plötzlich nur noch Blut. Blut und Schreie. Dann erinnerte Danny sich nur noch in Bruchstücken. Da war alles voller Polizei und Krankenwagen. Aber es war zu spät. Du warst nur noch eine blutige Masse. Es war ein Unfall. Und meine Schuld. Ich bin ohne nachzudenken auf die Straße gelaufen. Sie waren keine Mörder. Aber du... Nein, Melvin! Du bist ein Mörder. Du bist... krank. Nein! Nein! Und hier nun die neuesten Nachrichten des Tages. Barrymore. Mitten in der Nacht wurde die Nachbarschaft von Schreien aufgeschreckt. Sie alarmierten kurz darauf die Polizei.
Als die Behörden das Haus der Saunders betraten, erwartete sie ein Bild des Schreckens. Adam und Linda Saunders wurden tot und grausam zugerichtet aufgefunden. Auch der Sohn Danny wurde mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden. Zudem hielt er ein Messer in der Hand, das offensichtlich die Tatwaffe war. Hat tatsächlich der 8-jährige Junge diese Tat begangen und sich danach selbst gerichtet? Scotland Yard tappt im Dunkeln. Die Bladys sind da.
Es war vor vielen Jahren. Da haben sich drei Kreaturen zusammengetan, um sich bei den neuen Generationen zu rächen. Da die Vorväter ihnen so viel Leid angetan haben. Lucy, Walburga und der Eisenmann. Lucy ist ein Geist, der nachts um Hilfe sucht. Doch wer sie sieht, dem erstarrt vor Angst sein Herz. Sie wurde in einem Burgverlies von ihrem eifersüchtigen Liebhaber eingemauert. Seitdem sucht sie jemanden, der sie befreit. Es gab mal Zeiten, da haben die Menschen reiche, alleinstehende Frauen als Hexen erklärt, um an das Vermögen zu kommen. So erging es auch Walburga. Stark verbrannt konnte sie aus den hohen Flammen flüchten. Sie ist immer noch auf der Suche nach den Tätern, um sich bei ihnen zu rächen. Ein kleiner Junge konnte nur knapp dem Massaker entfliehen. Voller Hass und Zorn versteckte er sich in den tiefen Gruben des Ruhrgebietes. Man weiß nicht, wie lange er schon unter der Erde lebt. Es ging Gerüchte, er wäre schuld an das Verschwinden vieler Menschen. Ein böses Knochengesicht hätte er voller Zorn. Groß ist er, mit Eisenplatten gepanzert. Deswegen gab man ihm den Namen Eisenmann. Bist du schuldig? Die drei Gestalten sind heute hier. Sie nennen sich Bladis. Sie sind hier, um dich zu holen. Schwarze.
schon auf dich, ja. Auch der Knochenmann wartet auf dich. Ich will schon gar nicht mehr abwarten, bis du endlich im tiefen Schacht liegst, meine Böse. Gemütlich im kalten Loch. Das ist der Friedhof. Oh yeah, oh yeah. Das ist der Friedhof.